Ich möchte jetzt über eine Tradition sprechen. Diese Tradition, die findet in Brilon statt. Brilon, das ist in Deutschland, das hört sich zwar französisch an, aber Brilon ist eine deutsche Stadt in Sauerland. Die haben eine Tradition dort, die sie seit dem Mittelalter machen. Es wird regelmäßig die Grenze von dem Dorf kontrolliert. Die haben Grenzsteine an die Grenze. Und alle zwei Jahre, die gehen alle, das ganze Dorf, die gehen da und die kontrollieren, ob die Grenzsteine immer noch an dem richtigen Platz sind. Weil die haben bemerkt schon seit dem Mittelalter, dass die Nachbardörfer ab und zu, die verschieben so ein bisschen die Grenzsteine. Die klauen damit Land, ist ja klar. Enfin, klar, ich weiß nicht, in Frankreich würde niemand sowas machen, so Land vom Nachbardorf klauen. Das machen wir nur mit Deutschland. Aber die eigentliche Tradition, die ist interessant. Jeder Neubriloner, das heißt jeder Jugendliche, der das noch nie gemacht hatte, oder jeder, der dazu gereist ist, der hat bei jedem Grenzstein auf die Fresse gekriegt. Und das hat auch einen Sinn, das ist, damit er sich erinnert, wo die Grenze ist. Das ist der Sinn der Tradition. Und das Interessante ist, dass die diese Tradition immer noch heute machen. Also heute natürlich, da kriegt man nicht mehr auf die Fresse, sondern heute, man wird dreimal mit dem Hintern gegen den Stein geschlagen. Gegen jeden Grenzstein. Man kriegt es nicht mehr auf die Fresse, aber auf den Arsch. Diese Tradition, die heißt der Schnadezug. Schnadezug. Schnade, das ist ein altes deutsches Wort und das bedeutet trennen, teilen. Das ist alt, weil heute sagt keiner mehr, ich habe mich von meiner Frau geschnaddet. Bitteschön. Heute mein Thema, der Briloner Schnadezug. Die eigentliche Tradition, das ist, die Leute mit dem Hintern auf dem Stein zu hauen, damit die sich immer an dem Grenzverlauf erinnern werden. Anstatt die Leute dreimal mit den Hintern auf jeden Grenzstein zu setzen, würden die sich nicht besser an die Grenzsteine erinnern, wenn man denen bei jedem dreimal in den Arsch treten würde? Nee, nee. So einen Arschtritt können sie überall kriegen, aber über einen Grenzstein gezogen werden können sie nur da, wo die Grenze ist. Das ist eine Briloner Spezialität und das, man vergisst die Grenze auch nicht. Gibt es andere Briloner Spezialität außer den Stein in dem Arsch? Oder ist das die einzige Briloner Spezialität? Also mir fällt im Moment keine andere große Spezialität ein. Also Brilon ist bekannt für den Stein in dem Arsch. Ja. Als ich mich das angeguckt habe, hat mich der Bürgermeister entdeckt. Er hat mich gleich allen vorgestellt. Er ist heute da, um einen Film, einen dokumentarischen, keinen aktuellen für heute Abend, für die ARD zu drehen. Und der kommt natürlich jetzt auch auf den Stein. Werner. Ja? Dankeschön. Ehrlich gesagt, mein Arsch war im Arsch. Er hat mir gesagt, aber ich könnte froh sein, denn früher wurde es anders gemacht. Früher gab es eine Ohrfeige. Ja? Klatsch, ne? So an so einem Stein. Und keine, und nicht mit dem Hintern davor. Ja? Da ging das, wurde geschlagen. Es ist katholisch hier, nicht die Region. Es ging weiter vom Grenzstein zum Grenzstein. An einem gab es sogar eine mittelalterliche Bürgerwehr. Ich hatte gehört, in so einem Schnadenzug wird sehr viel getrunken. Ich habe darauf den Bürgermeister angesprochen. Übrigens, der muss nicht den ganzen Weg zu Fuß machen. Er darf reiten. Beim Alkohol geht das ja nachher erst los, ne? Ach so, bei Ihnen auch? Nee, ich darf nicht Alkohol trinken, weil ich reiten muss. Den Vorsatz hat er nicht lange durchgehalten. Beim ersten Grenzstein gab's einen Schnaps. Beim übernächsten schon eine ganze Flasche. Dann hat der Bürgermeister Schnaps verteilt. Zur Abwechslung bekam er ein Geschenk, eine Flasche Schnaps. Und ab und zu hat er Schnaps verteilt und er bekam eine Flasche. Dann beim nächsten Grenzstein habe ich auf einmal nur noch das Pferd vom Bürgermeister gesehen. Und?
Wo ist der Bürgermeister verschwunden? Der ist vom Pferd gefallen. Danke schön. Vielen Dank.